Einmal Hilfszug bitte und damit herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Wir haben heute etwas ganz was Neues für euch, nämlich einen Eisenbahndrehkran der Firma Rocco. Es ist eine Neuheit, seit einigen Tagen auf dem Markt zu haben. Wir haben beide Varianten hier, einmal die ÖBB-Variante in Rot und einmal die DB-Variante in Gelb. Die schauen wir uns gleich genauer an zum groben Ablauf des Videos. Gleich erstmal ein paar kleine Informationen zum großen Vorbild und dann werden wir uns natürlich in allen Details das Modell hier genau anschauen. Wir werden uns anschauen, wie die einzelnen Funktionen aussehen, was man mit dem Kran alles heben kann, was man mit dem Kran alles überhaupt machen kann und so weiter. Dann schauen wir uns natürlich die ganzen Soundfunktionen an, die es hier mit beim Kran dabei gibt und. Und zum Schluss natürlich mein Schlusswort und natürlich einige Impressionen aus dem Betrieb hier auf der Modelleisenbahnanlage. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und starten mit diesem besonderen Video. Viel Spaß! Wir haben hier den Eisenbahndrehkran, kurz EDK 750. Es ist ein schwerer sechsachsiger Dieselkran von der Firma VEB Schwermaschinenbau SM Kirov in Leipzig. Er kann entsprechend natürlich abgestützt eine Last von ca. 125 Tonnen heben und bewegen und wiegt mit seinem Zubehör insgesamt ca. 150 Tonnen. Der luftgekühlte 12-Zylinder-Dieselmotor leistet satte 204 PS. Der Antrieb, also sprich das eigentliche Fahren vor und zurück, passiert dieselelektrisch, wobei die Hebearbeiten dann wiederum dieselhydraulisch funktionieren. Das Besondere hier bei diesem Kran ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, diesen Kran zu bewegen. Einmal kann er im Zugverband mitlaufen, dann mit höchstens 100 km/h, und durch Umschaltung im bzw. am Getriebe kann er dann auf der Baustelle oder je nachdem im Einsatzort, wenn es sich um zum Beispiel eine Entgleisung handelt, kann er aus eigener Kraft selber fahren und das Ganze dann mit ca. 6 km/h. Sein überwiegendes Beschäftigungsfeld sind Gleisbauarbeiten, Weichenarbeiten oder auch zum Beispiel Bergungen von entgleisten Waggons oder Zügen. Der Kran ist natürlich auch geeignet für Arbeiten unterhalb von Oberleitungen, da natürlich darauf zu achten, dass halt kein Kontakt mit der Oberleitung besteht. Die muss natürlich dann für Arbeiten auch dementsprechend abgeschaltet werden. Trotz seines hohen Alters von ca. 60 Jahren wird dieser Drehkran hier noch in sehr vielen Ländern bis heute noch zum Einsatz gebracht und verrichtet auch noch zuverlässig und treu seinen Dienst. Zur eigentlichen Geschichte muss man sagen, dass man bereits ab 1860 schon versucht hat, Kräne auf die Schiene zu stellen. Damals noch mit handelsüblichen Winden und Flaschenzügen. Ab 1900 hat man dann mit den dampfbetriebenen Kränen experimentiert, hat auch große Erfolge dann auch verzeichnen können, aber man hat sich dann entschieden, 1930 den Dieselmotor zum Einsatz zu bringen. Ab 1960, wo auch ungefähr unser Kran damals entstanden ist, hat man dann mit leistungsstärkeren Dieselmotoren gearbeitet und hat auch dann die Hydraulik zum Einsatz gebracht, nämlich dass der Ausleger dann dieselhydraulisch betrieben wurde. Ja, und das Ganze war dann der Siegeszug auch unseres Kranes, so dass er heute noch im Jahre 2020 noch zum Einsatz kommt. Ja, Freunde, und das war's auch schon mit den Informationen zu unserem großen Vorbild. Das kleine Modell hier ist auch groß und das schauen wir uns jetzt genauer an. Fangen wir ganz vorne an. Was gibt es? Wir haben zwei Varianten, einmal die ÖBB-Variante in Rot und einmal die DB-Variante in Gelb. Beide in gleich wie auch Wechselstrom zu erhalten und alle ab Werk mit Digitaldecoder für die gesamten digitalen Funktionen und natürlich Sound. Bei der ÖBB-Variante haben wir einmal für Gleichstrom mit Sound die Artikelnummer 73036 und für unsere Wechselstromer haben wir die Artikelnummer 79036. Bei der DB-Variante haben wir bei Gleichstrom die Artikelnummer 73035 und bei Wechselstrom die Artikelnummer 79035. Optional bietet Rocco natürlich auch die passenden Begleitwagen dazu an. Das ist einmal hier bei der ÖBB ein Set in Rot natürlich auch, bestehend aus drei Wagen. Es sind zwei Spantenwagen und ein Rungenwagen. Dieses Set hat die Artikelnummer 76050 und bei der DB ist es ebenfalls ein Dreier-Set in Blau gehalten und zwar mit einem Schlafwagen, einem Bautrupp-Führerwagen und einem Gerätewagen. Und dieses Set hat die Artikelnummer 67198.
So, zoomen wir mal ein wenig rein. Was bekommen wir für unser Geld? Es ist eine Neuheit, wie eben ja schon gesagt, von diesem Jahr. Und ich finde, man bekommt sehr viel geboten. Erst einmal hat man einen sehr schönen Karton mit Schuber dabei. Dann hat man ein wirklich sehr dickes Begleitheft, wobei man auch sagen muss, es sind mehrere Sprachen enthalten. Dann haben wir einmal ein, bleib stehen, das Präsentationsgleis. Es handelt sich hier um das Roccoline mit Bettung. Dann haben wir natürlich den Kran und dann haben wir hier vorne einmal einen Begleitwagen. Dieser Begleitwagen nimmt zum einen das Gegengewicht auf, die Stützen sowie die Traverse und dann natürlich hier auch den Ausleger bzw. den Kranhaken. Er wird grundsätzlich vor dem Kran montiert und dabei als Zubehör haben wir einmal das bekannte Zurüstbeutelchen, bestehend aus Bremsschläuchen, Zughaken, Kupplungen etc. etc. Dann haben wir hier einmal das Traversenband, womit man zum Beispiel über die Traverse halt ein Seil spannen kann, um dann halt eine Lok zum Beispiel zu heben. Das ist dieses Band, keine Sorge. Gleich kommen auch dann die passenden Videos dazu und natürlich auch die Nahaufnahmen. Und hier in diesem langen Schuber haben wir dann sozusagen die Stützen, die man dann händisch dann auf der Anlage montieren muss, wenn wir hier unten die Stützen ausfahren, wenn wir schwerere Lasten heben möchten. Das machen wir dazu. Und dabei ist dieser Schraubenzieher, womit man dann auch hier einige Einstellarbeiten durchführen kann. Das gleiche natürlich hier beim ÖBB-Vertreter. Der einzige Unterschied, den wir hier haben, ist, die Farbe ist etwas anders. Hier vom Gegengewicht, der Ausleger, der ist hier gelb, hier ist er schwarz, das Gegengewicht ist hier schwarz, hier ist es mit einem Warnanstrich versehen. Also im Prinzip ist es das gleiche, halt nur für unterschiedliche Eigentümer. Wir werden gleich natürlich, wenn wir in die freie Wildbahn gehen und uns die ganzen digitalen Funktionen anschauen, werden wir natürlich auch Detailaufnahmen, Nahaufnahmen etc. alles dann sehen. Was ich aber euch jetzt schon zeigen kann, ist nämlich hier, was ich gerade sagte mit den Auslegern, ist hier auf der Seite, haben wir die Möglichkeit, händisch, so, kriege ich ihn zu greifen, na, so, haben wir hier die Möglichkeit, die Stütze auszufahren, sit, und dann mit den Böcken dann sozusagen eine zusätzliche Abstützung zu schaffen. Das Ganze haben wir viermal, einmal um den Kran drumherum und das Ganze kann man dann einfach wieder relativ freigängig einklappen. Zusätzlich zu den ganzen Digitalfunktionen des Krans, vom Ausleger, dass er vor- und zurückfährt, dass wir den gesamten Kran um 360 Grad drehen können, von der Seilwinde, die sich senkt und hebt natürlich, haben wir auch hier unter dem Ausleger haben wir ein Arbeitslicht, genauso wie hinten ein Arbeitslicht, was dann nach hinten leuchtet. Hier vorne haben wir unter dem, ich sage jetzt mal, Führerstand zwei Spitzenleuchten, einmal hier links und einmal da rechts. Und das Ganze ist natürlich alles digital schaltbar. Das werden wir uns gleich natürlich anschauen. Genau wie das große Vorbild haben wir natürlich hier auch beim kleinen Modell die Möglichkeit, ihn einmal selbst fahren zu lassen über den eingebauten Motor. Und wir haben die Möglichkeit, ihn im Zugverband mitlaufen zu lassen. Dann ist es natürlich elementar wichtig, dass das Getriebe ausgekuppelt wird, genau wie beim Vorbild. Und das ist hier relativ einfach gelöst. Wir haben hier unten am Drehgestell einen Haken, den können wir zack ausschieben und dann ist die letzte Achse frei laufend und wir können den Kran sehr einfach im Bauzug zum Beispiel frei laufen lassen. Wenn wir ihn dann wieder selbst fahren lassen möchten, einfach hier diesen Hebel reindrücken und schon ist die Achse wieder eingekuppelt und der Kran kann selbstständig fahren. Eine geniale Sache, wie ich finde. Schauen wir uns den Kran nun in Stichpunkten ein wenig genauer an. Wir haben hier eine Neukonstruktion von 2020, ein voll funktionsfähiges Modell eines sechsachsigen Eisenbahndrehkrans mit beweglichem Teleskopausleger. Der Kran kann selbstständig fahren oder nach von Hand entregelter Getriebekupplung im Zugverband mitlaufen. Der Oberwagen ist ohne Anschlag um 360 Grad drehbar. Alle Dreh- und Hebebewegungen sind mit Soft-Start- und Stopp
ausgestattet. Damit lassen sich zum Beispiel Brücken einheben oder Weichen und Gleisjoche verlegen und das Ganze mit vorbildgerechten, langsamen Bewegungen. Der waagerecht gestellte Ausleger ist für das Arbeiten unter Fahrleitung geeignet und der Teleskopausleger kann in jeder Arbeitsstellung auch mit Last am Kranhaken gewippt oder teleskopiert werden. Außerdem haben wir Scheinwerfer des Oberwagens und die Arbeitslampen am Teleskopausleger digital schaltbar. Wir haben einen Onboard-Digitaldecoder mit schaltbaren Licht- und Soundfunktionen der Firma Zimo. Wir haben bewegliche Stützausleger. Der Schutzwagen mit Lagerbock, Gegengewicht und Abstützsockeln. Und die Steuerung kann mittels Z21 Multimaus oder Z21 WLAN-Maus erfolgen oder speziell angepasste Kransteuerung in der Z21 App. Die kann man sich relativ leicht auf sein Handy laden. Auch die Steuerung mit einem handelsüblichen PS4 Controller ist kein Problem. Die anderen Eckdaten, wir haben hier die Bahngesellschaften DB bzw. ÖBB. Die Epoche 4 bis 5. Wir haben eine angetriebene Achse. Wir haben eine Achse mit Haftreifen versehen. Wir haben eine Länge über Puffer von 234 mm und der mindestbefahrbare Radius ist 358 mm. Das ist Rocco R2. Das Spitzenlicht haben wir ein 2-Licht-Spitzenlicht unter dem Führerstand angebracht. Die gesamte Beleuchtung ist in LED gehalten und wir haben natürlich jede Menge Sound- und Lichtfunktionen mit an Bord. Ja, Freunde, das waren die groben Eckdaten unseres Krans. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir raus in die freie Wildbahn und schauen uns diese gesamten digitalen Funktionen ein wenig genauer an. Wir lassen den Kran fahren und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir hier sehen uns dann gleich nochmal wieder zu meinem Schlusswort.
Tja, Freunde, da sind wir am Ende unseres besonderen Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Die beiden Kräne kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der auch wirklich mal ein bisschen was Außergewöhnliches auf seiner Anlage haben möchte und natürlich gerne mit dem Ganzen auch rumspielt. Falls ihr jetzt noch Fragen haben solltet, gerne unten in die Kommentare schreiben oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Wir werden uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Wenn ihr jetzt diese Kräne hier haben wollt oder die Begleitwagen, das ist natürlich kein Problem, geht einfach auf unseren Online-Shop und gebt dort die entsprechende Artikelnummer ein. Das war's von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Halt, halt, halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschaut.